weiter geht's heute mit Urban Attack und Grid. Machen wir weiter. So, wir nehmen den. Ach, wir können ja müssen die Autos erst kaufen. Aber wir nehmen den Ford GT auf jeden Fall erstmal. Und hier ist ein Ferrari 599 XX Turbo. Der hat ein bisschen mehr Leistung, aber ich nehme den Ford GT. Den picken wir uns heute. Für dieses Rennen. Anfang wird Havanna machen. La Habana Vieja Sprint, so heißt dieses Rennen. 3 Runden für 2,7 Kilometer. Momentan sind die Strecken eher ein bisschen was kürzer. Aber damit komme ich auch klar. So, der erste Teamkollege auf 5, unser neuer. Das heißt, er steht ein bisschen weiter vorne jetzt. Chris, verrate uns doch ein wenig über die Strecke in Havanna. Was erwartet die Fahrer der Grid World Series hier? Man darf bei der Grid World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Schauen wir mal, ne? Los geht's. So, auf 14 starten wir. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Aber hier, Kollege, ich kriege sofort die Meldung. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich kann nicht sofort die Meldung rein. Und wir jagen mit dem Ford GT schon mal ein bisschen. Das Mittelfeld in Fang 4, also einer oder andere zumindest mal kassiert. Wir haben uns ein bisschen geknallt, aber das ist mir auch egal. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, es wird angegriffen. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen rein und jetzt weiter. Gute Arbeit in der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Halt dich zurück. Du hast jemanden so weit. Wieso ist das so? Ja, den habe ich gerade mit erwischt. Der wird sich jetzt natürlich nicht einfach holen lassen. Ja, das war auch knapp. Es reicht aber auch vorne zu bleiben. Drei Runden. Zwei Runden, wie gestern auch. So, jetzt auch schon in der letzten Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Angreifen. Ich geb's weiter. Was wollen wir denn noch kriegst? Okay, angreifen bestätigt. Ja, so, die Frage ist, wie sieht der Teamkollege, oder wird sich der Teamkollege platziert? Platz im letzten Rennen chancenlos, hier immerhin auf Platz 3 noch vorgefahren. Na gut. So, nächste Rennen. Shanghai, Wabaduwei. Da starten wir von 2
Also, auch wieder mit vorne dabei. So, wo steht der Teamkollege? Ah, sehr weit hinten, ja. Es gilt Grüß die es auf alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lappen, entschuldige. Es so, ist fliegender Start hier, Platz 11 steht dem Kollege, oder? Nur, also wird er richtig schon. Der kriegt ja von mir die Meldung, dass er anbleiben soll. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Da sind ein paar dabei, die richtig zurückgekehrt ist, wie sie wollen. Zwei gestartet, vier sind noch momentan nur. So, fünfte Mal. Drei Pässe haben wir schon verloren. Ja, vor uns gerade nehmen gar keine Chance hier zu tun. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Klar, der ist Lukas Matador, der will es auch besser wissen. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Platz reingebracht, ein bisschen Platz gehabt und hab's mal ein bisschen nützen können. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Wir drei um. So, als Führer gehen wir in Runde 1. Guter Start. Bleib an der Spitze. Leicht rutschig hier teilweise. Wenn da einer echt versucht, die ganze Zeit um hier dran zu kommen oder ranzukommen, der will noch mal ein bisschen. Ich gebe es weiter. Okay, Angreifen bestätigt. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, letzte Runde. So, heute auch. Thank you.
ich fahre hier wirklich relativ. Ich werde wirklich nur vorne zu bleiben. Ich habe keinen Fehler erlauben. Wir haben auch hier triumphiert. Auf 8 ist er dann mit ins Ziel gekommen, ja. Hat er nicht wirklich die Chance, da vorne mit dazu zu kommen. Aber egal, wir haben es, unsere Aufgabe haben wir gelöst. So, also, mal einen Schluck aus meiner Wasserflasche nehmen. Und damit geht Urban Attack auch an uns. Ah, ich habe die beiden, noch zwei Ferrari hinter mir. So. Gut, dann sind wir durch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter am Montag mit dem Historic GT 2.